da gehen die Lichter an und wir strahlen in wunderschönem Rot. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Roblox. Wir spielen gar kein Minecraft, was laber ich da schon wieder? Wir spielen Roblox, hier sind unsere Frisuren und unser Thema am heutigen Tag hier in Fashion Famous lautet nur Rot. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken uns vielleicht erstmal die Gesichter an, das sieht ziemlich gruselig aus. Junge, Junge, so will ich aber nicht auf den Laufsteg gehen. Wir brauchen ein Gesicht, was wirklich Röte ausstrahlt. Dieses zum Beispiel. Das sieht sehr nach einem Clown aus. Das ist vielleicht doch ein bisschen am Thema vorbei. Irgendwas mit rotem Lippenstift. Sowas hier. Das sieht nice aus, aber irgendwie auch ein kleines bisschen gruselig. Das würde zum pinken Thema richtig gut passen. Wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Aber wir werden hier schon irgendetwas Passendes finden. Freunde, alles klar bei euch? Wie geht's euch? Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich war nämlich gerade ein bisschen unterwegs. Und ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt einfach wieder eine gepflegte Runde Roblox, beziehungsweise an Roblox-Tagen, wisst ihr, kommen immer zwei Videos an einem Tag. Oh Mann, ich muss mich jetzt hier erstmal entscheiden, hier gibt's einfach nichts. Ich kann kein Gesicht tragen. Ich will gesichtslos rumlaufen. Was habe ich da für ein buntes Herz im Gesicht? Was ist das? Das Thema ist nur rot. Wir haben noch 160 Sekunden Zeit und ich bin hier schon wieder nur am Blödsinn machen. Haben wir hier irgendein schönes rotes Gesicht? Das sieht cool aus. Das ist richtig rot. Was ist das da überhaupt? Hä? Achso, ich glaube, das wird einfach nur falsch dargestellt oder sowas. Hier gibt es so tolle Gesichter, aber ich glaube, ich nehme dieses hier. Das sieht tatsächlich etwas rot aus. Genau, und an Roblox-Tagen gibt es immer zwei Roblox-Videos. Das Ganze kennt ihr. Und nachher gibt es auf jeden Fall um 17 Uhr noch ein Roblox-Video. Also schaltet da auf jeden Fall wieder mit ein. Da ist tatsächlich eine rote Farbe. Ich könnte so ein richtiger roter Dämon werden. Wie cool wäre das denn? Oh mein Gott, das ist mega nice. Ich glaube, und diese Haare. Ja, perfekt. Die sehen ja ultra geil aus. Ich liebe sie. Ich liebe dieses Outfit jetzt schon. Ich meine, guckt euch das mal an, wie cool wir aussehen mit unserer roten Haut und alles. Ich würde gerne nochmal das Model hier ändern, dass wir jetzt ein bisschen... Und dann müssen wir die Hautfarbe wieder neu machen. Okay, daran hätte ich vielleicht denken müssen. Das machen wir gleich nochmal. Teufelshörner werden voll cool. Sowas hier in Rot. Na, es ist aber irgendwie kein schönes Rot. Gibt es ein anderes? Dieses Dunkelrot? Ja, das passt viel besser. Das passt nämlich viel besser. Mache ich die einen mal weg hier. So, zack. Da haben wir unsere kleinen Teufelshörner. Gibt es noch irgendwelche anderen oder sowas? Herzen? Nein, brauchen wir nicht. Wir sind heute keine lieben Mädchen. Wir sind heute hier kleine Teufelinnen. Und von daher müssen wir uns auch dementsprechend kleiden. So, jetzt mal ganz kurz die Hautfarbe da hinten ändern. Wir haben noch 71 Sekunden Zeit. So viel Zeit muss sein, um ein Outfit zu finden. Eine Minute quasi noch, um jetzt das perfekte Outfit hier zu unseren Sachen zu finden. Klar, das ist nicht schlecht. Diese roten Sachen sind nicht schlecht. Irgendwie fehlt mir da was. Vielleicht ein Rock? Ja, vielleicht einfach ein Rock? Warte mal, hier sind doch Röcke. Hier können wir noch einen von nehmen. Aber nee, der sieht komisch aus. Das ist ein bisschen too much. Das ist zu viel, Leute. Ein anderer, kleinerer? Der hier sieht voll merkwürdig aus. Das habe ich schon mal gesagt, das passt einfach nicht. Vielleicht finden wir noch woanders einen Rock. Warte mal, hier ist nichts weiter. Hier finden wir nichts. Oh, ein Tier! Wir haben nur 30 Sekunden. Das bedeutet, wir holen uns jetzt mal das hier, weil damit brennen wir richtig. Das ist mega nice. Ja, ich glaube, das lasse ich so. Dann brauchen wir noch irgendwas anderes Teufelsmäßiges. Hier, dieser Stab. Oder einfach dieser Luftballon, der ist cooler. Ha, ich kann ihn nicht nehmen. Wieso kann ich ihn nicht nehmen? Okay, vielleicht noch ein rotes Tier. Diese Krabbe hier, die kommt mit. Oh, die anderen sehen auch so ein bisschen teufelsmäßig aus. Und was wollte ich jetzt noch? Ich wollte doch eigentlich noch einen Rock. 4 Sekunden. 3 Sekunden. 2 Sekunden. Nein! Wir sind zu langsam gewesen. Oh Gott, aber es ist cool. Es ist ein cooles Outfit. Es sieht richtig hübsch aus. Und ich bin gespannt, was die anderen hier im Winter Wonderland so zu präsentieren haben. Da hängen rote Schleifen. Ich weiß nicht, warum jetzt hier bei uns alles so bläulich aussieht. Aber immerhin sind da rote Schleifen als Dekoration. Ist ja vielleicht auch ein schöner Kontrast mit dem Blau. So, dann geht's jetzt los. Als erstes kommt auf die Bühne. Lia spielt Roblox. Und sie hat das Kleid an, von dem ich gesagt habe, das sieht komisch aus. Das Outfit ist ansonsten richtig hübsch. Lia, mega hübsches Outfit. Aber dieses Kleid da, sie hat wahrscheinlich nicht gewusst, wie man es auszieht. Sie hat wahrscheinlich nicht gewusst, wie man es auszieht, Leute. Bewertet mal, wie viele Sterne hättet ihr Lia gegeben? Mal abgesehen von dem Rock, der Rest sah richtig hübsch aus. Das ist irgendwie pink. Das ist für mich kein Rot. Und die Dinger hier oben, die sind auch blau. Ihre Haare sind gelb. Irgendwie ist das Thema so ein bisschen verfehlt. Ich gebe trotzdem 3 Sterne, weil ich das Outfit richtig süß finde. So, weiter geht's.
Madinali ist an der Reihe und Madinali kommt als Meerjungfrau auf die Bühne. Das sieht immer lustig aus, wie die mit der Schwanzflosse da langlaufen. Mega hübsch. Finde ich gut. Gut getroffen. 4 Sterne für Madinali. So, wer ist als nächstes dran? Kommt schon, wir müssen auf die Bühne. Nein, Super Leo ist dran. Super Leo 2010 kommt jetzt erstmal auf die Bühne und wir sehen nichts. Da hinten ist er. Auch in Rot. Cooles Outfit. Finde ich nice. Gibt 4 Sterne. Alles Käse ist am Start. Und da sind wir auch schon als kleine Teufelinnen. Hallo Leute und zack. Hier sind wir. Und das war's mit unserem Fashion-Outfit. Auftritt meine ich. Und die Krabbe war natürlich auch mit dabei. So, und dann mache ich gleich mal hier den Dance-Move direkt rein oder sowas. Hier das, oh, hallo, ich glaube, ich bin rot. Bitte votet für mich. Hübsches Outfit. Die Haare sind nicht rot, aber der Rest sieht hübsch aus. Ja, also gebe ich auch 4 Sterne. Finde ich nice. Ich weiß, ich habe Lia 5 gegeben, aber ich fand das Outfit halt echt stark von ihr bis auf den Rock. Okay, Leute, ich glaube, das war es auch schon mit unserer ersten Runde. Jetzt kommt die Auswertung und die Gewinner der heutigen Runde. Ich hoffe, ihr habt für mich auch gewotet. Lia! Lia hat gewonnen! Nice! Trotz ihres kleinen Fauxpas mit dem Rock. Richtig cool. Und wir sind da am Dancen und sind auf dem 2. Platz. Nice. Warte, Lia, ich spring auch noch mit drauf. Ha, ich will da auch mit. Okay, okay. Und noch einer. Und wir machen eine Menschenpyramide. In Ordnung. Yeah, ich flieg durch die Decke. Nice. So, Freunde, nächstes Thema. Neue Runde, neues Glück. Unser jetziges Thema. Und vielleicht schaffen wir damit ja den 1. Platz. Ist Halloween Panic. Also Halloween Panik. Irgendwas Gruseliges müssen wir also machen. Wir könnten uns zum Beispiel wie ein Gespenst verkleiden. Hier, vielleicht in Grau oder... Hey, das ist eine coole Idee. Wir werden einfach zum Gespenst. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Warum liegt da irgendein Müll auf dem Boden? Was ist das? Da liegen irgendwelche Hörner auf dem Boden. Oder wir werden zu so einer Grusel... Hey, das ist eigentlich voll die coole Idee. Warum werden wir nicht zu einem Gespenst? Ich glaube, das machen wir, Leute. Ich glaube, wir verkleiden uns hier so ein bisschen. Aber lass uns mal schauen, was es hier noch Cooles gibt. Totenköpfe. Ich fange schon wieder mit den letzten Sachen an. Ich muss eigentlich erstmal mit dem ersten anfangen. Okay, wir brauchen ein Gesicht. Wir müssen jetzt erstmal Gesicht zeigen. Okay, was für ein Gesicht machen wir uns? Irgendein leicht gruseliges, so wie dieses hier. Das ist ein super Gesicht. Oder dieses hier. Ein richtig gruseliges Gesicht. Das ist lustig. Soll ich das behalten? Ich weiß nicht, Leute. Das sieht halt auch richtig Halloween-mäßig aus. Ich finde, das ist cool. Oder wir werden so eine Art Puppe oder sowas. Das könnten wir halt auch machen, dass wir so eine kleine Gruselpuppe werden oder so. Hier sind auf jeden Fall noch Farben. Ich glaube, ich bleibe weiß, Leute. Ich glaube, wir bleiben weiß. Jetzt sind hier noch Frisuren und sowas. Mal gucken. Die sieht schon so ein bisschen gruselig aus, oder? Was sagt ihr dazu? Hey, sie hat auch voll das coole Gesicht, aber ich finde meine Frisur besser, um ehrlich zu sein. Coole Sache. Was können wir denn in die Haare machen? Lass uns mal schauen. Vielleicht suchen wir uns aber auch erstmal irgendwie ein gruseliges Outfit. Ich merke, die Leute hier haben alle VIP. Die kommen hier alle in den coolen VIP-Bereich und können sich die teuren Sachen hier holen. Das auf jeden Fall. Oh mein Gott. Mega gut. Mega gutes Outfit. Passt perfekt. Okay, Leute. So, jetzt geht's hier an die Details. Wir haben noch 140 Sekunden Zeit. So schnell war ich mit den Sachen hier, glaube ich, noch nie. Jetzt geht's irgendwie an die Details, was wir hier noch zumachen können. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen ordentlich Batzen Zeit, was ziemlich nice ist. So, zum Beispiel so... Nee, das ist ein bisschen zu... Das ist, glaube ich, ein bisschen zu nett und zu glücklich. Was machen die anderen denn? Die haben alle so Flügel. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwelche coolen Flügel. Die von eben haben mir echt gut gefallen. Ich weiß aber nicht, ob die dazu passen. Ich weiß nicht, aber irgendwie passen die schon dazu. Auch farblich passen die ganz gut dazu. 90 Sekunden sind auf jeden Fall jetzt gerade noch Zeit. Wir brauchen natürlich irgendwie so eine Tray, dass wir so ein bisschen funkeln. Das Schwarze ist, glaube ich, ganz cool. Warte mal, können wir das hier nehmen? Das sieht merkwürdig aus ein bisschen. Was sind das hier? So eine kleinen Krönchen. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hell wirken mag, das sieht halt richtig cool aus. Diese Dinger sehen immer richtig cool aus. Und so ein Schlüssel, der ist auch cool. Aber nein, irgendwie ist mir der ein bisschen... Aber ich kriege ihn nicht weg. Ich glaube, ich kriege ihn nicht weg. Das Ding ist nice. Yeah. Müssen wir gucken, ob wir vielleicht was anderes in die Hand nehmen können. Irgendein gruseliges Tier hier mit dabei? Der Huhn. Ich nehme einfach das Huhn mit auf die Bühne. Nein, leider ist es grau. Was kann ich denn sonst nehmen? Ah, das da. Das ist doch perfekt. Das passt so richtig gut zum Halloween-Thema. Wieder dieser Stab vielleicht möglicherweise. Der ist ganz nice. Wir haben noch 40 Sekunden Zeit, Leute. Um hier jetzt unser Outfit zu vollenden. Wir sind auf jeden Fall so eine weiße Puppe. Gesicht haben wir auch, das ist richtig gut. Was bleibt denn noch?
Outfit? Wir haben doch eigentlich alles. Jetzt können wir noch da vorne ein paar Accessoires holen und dann wären wir eigentlich soweit. Das Gesicht da oben ist doch voll geil, dieser Zyklop, der da oben ist. Okay, lass uns mal gucken. Wir könnten auch diese Flügel nehmen. Die sind auch richtig cool. Boah, krass, aber das ist mir too much. Das ist mir wieder zu viel. Was ist hier noch Interessantes? Diese Flügel da. Warte mal. Wollen wir es wagen? Ich glaube, die nehme ich. Die sind cooler, Leute. Die passen einfach viel mehr zum Thema. Und damit sind wir jetzt endlich perfekte Halloween Queens. Halloween Panic ist das Thema. Wir sind im verzauberten Wald auf die Bühne gekommen. Ich liebe Fashion Famous. Hier gibt es immer so viele coole neue Sachen. Unter anderem auch diese Map quasi, die hier neu ist. Und es geht los mit der Show. Und ich bin gespannt, wer als erstes auf die Bühne kommt. Und vor allem bin ich gespannt, was Lia für ein Outfit hat. Machtstern 2009 ist als erstes auf der Bühne und sieht sehr, sehr gruselig aus. Und das ist ein geiles Outfit. Wirklich. Ich gebe 5 Sterne. Mega nice. Richtig, richtig cool gemacht. Ich gebe selten 5 Sterne, aber das hat es verdient. Das ist ein cooles Halloween-Outfit. Okay. Super Leo ist wieder mit am Start. Super Leo kommt auf die Bühne und es sieht so süß aus. Oh mein Gott. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen zu lieb für ein Halloween-Thema, aber ich finde es cool. Ich finde es cool gemacht. Deswegen 4 Sterne. Next up ist alles Käse. Und da ist alles Käse auf der Bühne. Schönen guten Tag. Hier ist alles Käse. Und damit verabschiede ich mich. Und ciao. Hasta la pasta, Leute. So. Okay, Leute, das war unser Auftritt. Jetzt ist Lia am Start. Okay, was bringt Lia hier auf die Bühne? Junge, Junge. Lia, das ist ja mal krass. Alter, das sieht gruselig aus. Aber irgendwie gefällt es mir nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich habe mal 4 Sterne gegeben. Ich fand das erste Outfit bisher am besten. Milla ist dran. Milla kommt auch auf die Bühne, hat coole Teufelshörner. Die sehen cool aus. Mega. Ich glaube, ich gebe 5 Sterne dafür. Cooles Outfit. Das Einzige, was mir nicht ganz so gefällt, ist diese rote Rudolf-Nase, die sie da hat. Weil es irgendwie nicht zu Halloween passt. Aber der Rest ist richtig cool geworden. Okay, und jetzt kommt noch Pizza auf die Bühne als süße Halloween-Prinzessin. Auch nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen zu bunt für Halloween, das Thema. Deswegen gebe ich nur 3 Sterne, aber sehr, sehr hübsch geworden. Coole Sache. So, ich hoffe, ihr habt wieder abgestimmt für Lias und mein Outfit. Und jetzt kommt noch Jitzk an die Reihe. Okay. Auch mit Flügeln und 3 Sterne. Ich finde, da könnte irgendwie ein bisschen mehr Outfit dran sein. Das ist nicht ganz so. Ich finde es nicht ganz so cool. Aber es ist ganz nice. Okay. So, ich glaube, das war's. Ich glaube, jetzt kommt die Auswertung der Jury. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Leute abgestimmt haben. Und ob wir dieses Mal vielleicht den... Nein! Ach doch, da unten sind wir. 3. Platz. Immerhin. Lia ist wieder ganz oben mit am Start. Die Leute mit den blauen Flügeln haben gewonnen. Aber ich muss sagen, ich finde meine Flügel tatsächlich am coolsten. Und wir haben immerhin den 3. Platz jetzt hier wieder gemacht. Und ihr seht auch, das war ein sehr, sehr knappes Rennen. 12 zu 14 Punkten. Das hätten wir auch gewinnen können. Okay, Freunde, das war's mit unserer heutigen Folge Fashion Famous. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall um 17 Uhr in einem brandneuen Video. Schaltet da also auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!